Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin Ryan Leibold und es gibt sicherlich Gründe zur Feier heute. Ich bedanke Ihnen sehr, dass ich die Möglichkeit und ein Publikum, um über solche Themen wie der Fall der Mauer zu besprechen habe. Als Amerikaner mit deutschen Wurzeln finde ich den 20. Jahrestag des Mauerfalls ganz wichtig. Ich fühle mich stolz darauf, dass ich von so vielen jungen Amerikanern herausgesucht werde. Es gibt überhaupt keine Wörter, die meine Gefühle von Dankbarkeit ausdrücken können. Ich fange gleich mit meiner generellen Ansicht zum Fall der Mauer an. Dieser Tag, an dem Deutschland die Hindernisse zur Einheit überstanden hat, ist mir wunderschön. Ihr alle, die vor mir stehen oder sitzen, wissen schon, was der Fall der Mauer symbolisiert. Der Fall symbolisiert die Wiedervereinigung Deutschlands. Ob dieser Tag gefeiert werden soll oder bereut werden soll, ist leider nicht so klar. Es gibt sicher Menschen, die diesen Tag nicht feiern möchten, weil sie Nostalgie für die alten Tage in der BRD und DDR haben. Deshalb behaupte ich, dass wir nicht mehr in der Vergangenheit bleiben sollen. Als Amerikaner weiß ich, dass ohne unsere Willigkeit zu ändern und zusammenzuarbeiten hat unser großer Land keinen Erfolg gehabt. Wir alle müssen unsere gemeinsame Zukunft mit offenen Armen empfangen, weil die internationale Gemeinschaft der Weg der Zukunft ist. Die Dissidenten im Osten müssen Demokratie akzeptieren und die Dissidenten im Westen müssen sich auf den Wiederaufbau Ostdeutschlands freuen, weil zukünftiger Erfolg von der Zusammenarbeit abhängt. Wegen dem Fall der Mauer und folgenden Wiedervereinigung hat Deutschland wieder die industrielle und wirtschaftliche Hauptrolle in Mitteleuropa genommen. Man muss nur auf die Grenze der Gebäude in ganz Deutschland blicken, um einen Grund zu finden, diesen Tag zu feiern. Ich bitte Ihnen, mir anzuhören. Damit ich sowohl die herrlichen Aspekte als auch die schlimmen Aspekte der Wiedervereinigung präsentieren kann. Hoffentlich werden Sie mir danach zustimmen, dass das heutige Deutschland viel besser und stärker als die ehemalige zwei deutsche Staaten ist. In seiner Rede am 1. Juli 1990 sagte der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, dass viel Arbeit vorausliegt. Zum Beispiel, er behauptete, es wird harte Arbeit erfordern, bis wir Einheit und Freiheit, Wohlstand und sozialen Ausgleich für alle Deutschen verwirklicht haben. Viele unserer Landesleute in der DDR werden sich auf neue und ungewohnte Lebensbedingungen einstellen müssen. Und auch auf eine gewiss nicht einfache Zeit des Übergangs. Dieses Zitat gibt zu verstehen, dass es viele Schwierigkeiten am Anfang der Wiedervereinigung geben würde. Solche Schwierigkeiten würden besonders in Ostdeutschland gefunden, weil die Infrastruktur und Währungssystem sich von den sozialistischen Tagen ändern müssen. Es war, als ob die Ostdeutschen in einem neuen Land zugewandert waren, ohne sich fortbewegt zu haben. Diese grundlegenden Unterschiede signalisierten die Schwierigkeiten im Osten, die die Wiedervereinigung bringen würde. Tatsächlich gab es viel mehr Arbeitslosen in der ehemaligen DDR als in der ehemaligen BRD. Viele junge Leute aus dem Osten mussten in den Westen gehen, um Arbeit zu finden. Es schien, als ob alle Möglichkeiten im Westen waren. Wie Kohl sagte, erforderte es viel Arbeit in den Tagen nach der Wiedervereinigung. Trotz der Arbeitslosigkeit und anderen Problemen, die Deutschland überstanden hat, wurden die blühenden Landschaften, die Kohl versprochen hat, aufgebaut. Der Erfolg des Wiederaufbaus Ostdeutschlands wurde von der Wiedervereinigung möglich gemacht. Obwohl es noch viele Probleme mit der ostdeutschen Wirtschaft gibt, hat Ostdeutschland endlich die Infrastruktur, ihre Ökonomie und Industrie aufzubauen. Es klingt ironisch, aber viele Probleme des Wiederaufbaus Ostdeutschlands wurden mit der Abrissbirne gelöst. Als Ostdeutschland ökonomischer Erfolg zu haben begann, gedieh der West wegen seinen Finanzzentren wie Frankfurt und seiner Weltklasse-Industrien. Außerdem ist die Reisefreiheit genauso wichtig für die Deutschen als für uns in Amerika, weil solche Reisefreiheit Effizienz erlaubt. Wegen der Wiedervereinigung ist Deutschland wieder eine Weltmacht, dank seinen 80 Millionen Bürger, die in den Industrien, Dienstleistungssektor, Agrarwirtschaft und Finanzsystem arbeiten. Dieser Erfolg ist auch wichtig für ganz Europa, weil die europäische Gemeinschaft von der deutschen Produktion abhängt. Ohne den Erfolg Deutschlands würde der Euro nicht so stark und stabil sein, wie es heute ist. Als Amerikaner, der in Europa reisen will, bin ich ein bisschen verärgert über die Stärke des Euros gegen unseren Dollar. Trotzdem weiß ich, dass ein starkes Europa entscheidend für den Welterfolg ist. Deswegen bin ich froh
über unsere gemeinsame Zukunft, in der Deutschland ein erfolgreiches Teil ist. Ich stehe vor Ihnen ganz beeindruckt von dem Fortschritt, den Deutschland nur 20 Jahre nach dem Mauerfall durchgemacht hat. Wäre ich ein Deutscher, Wessi oder Ossi, würde ich stolz auf den internationalen Erfolg meines Landes sein. Als Amerikaner fühle ich mich glücklich, weil mein Land endlich alle 80 Millionen Deutschen als Alliierten hat. Der Tag des Mauerfalls ist ein Tag, an dem alle Deutschen, die die Schwierigkeiten der Wende durchlebt haben, feiern dürfen. Der Fall der Mauer und folgende Wiedervereinigung symbolisieren den weltweiten Versuch, Grenzen zu zerreißen. Die Zukunft Deutschlands soll eine von Freiheit und brüderlicher Einheit sein, aber jeder muss Opfer bringen, um Deutschland zu diesem Ende zu bringen. Also arbeiten wir zusammen, um ein erfolgreiches Deutschland, ein gemeinsames Europa und auch eine bessere Welt aufzubauen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.